Herzlich willkommen zurück zu Secret 1 Gold. Diesmal mal ein bisschen anders. Ich habe es ja angekündigt, ich werde ab und zu jetzt mal Charaktere, die mir zugeschickt werden, einfach mal für euch vorstellen. Und ich habe ja auch schon angekündigt, dass ich die ersten zwei, drei Charaktere bekommen habe. Und ich dachte mir, heute fange ich einfach mal an mit den ersten Charakteren. Ich habe mir schon mal angeschaut und ein bisschen so rumgemacht und ja, und ein bisschen rumgespielt und einfach mal geschaut, wie der Charakter so ist. So, ich kann euch ja erstmal die E-Mail vorlesen. Da haben wir, lieber Rasielp hier, das ist mein Charakter. Ich habe einen Kampfmagier erstellt. Der sollte anfangs auf Luftmagie sein. Danach habe ich mich für Feuermagie entschieden. Jetzt hat er Luft- und Feuermagie, was nicht so schön ist. Ich spiele Magier am liebsten, möchte aber mal einen schönen Feuermagier haben. Kannst du mir da Tipps geben bei den Punkte verteilen? Ich würde mich freuen, wenn du meinen Charakter bewertest und vorstellst, denn ich liebe deine Videos und finde dich toll. Liebe Grüße, Lukas. Also von der Schreibweise her vermute ich mal, dass Lukas ein bisschen jünger ist. Das freut mich aber. Deswegen, wir schauen jetzt gleich mal auf den Charakter. So, da haben wir hier Lukas, der Große. Den werden wir jetzt auch gleich mal anmachen. So, dann machen wir am besten mal einen komplett neuen Server, dass wir den einfach mal vorstellen. So, er hat ja auch geschrieben, dass er kann man so rauslesen, dass er ziemlich verskillt ist. Also Lukas, da gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe mir auch schon angeschaut. Und ja, also wir haben jetzt hier den Charakter. Er ist auf jeden Fall, was ich schon mal sagen kann, richtig, richtig schnell. Das ist Wahnsinn. Das liebe ich bei den Charakteren bei Secret. Man kann die richtig ordentlich schnell machen. So, dann haben wir natürlich hier schon mal das Erste. Wir haben hier Eissplitter. Da sieht man auch schon die Vorgänge. Er wollte eben auf Feuermagie gehen. Hier hat er Flammenhaut, Feuerball, Feuerspirale und Regeneration, also Feuerspirale drin. Dann hat er hier den Feuerball. Ist 2 Sekunden, ist etwas zu hoch. Er hätte das nicht so oft skillen dürfen, weil er momentan aktuelle Stufe 32 hat. Und aktuelle Stufe 9. Und Windstoß hat er sogar. Da ist sogar noch eine Sekundenzeit von 2 Sekunden. Ne? Das sollte also ziemlich schnell oben sein. Da sieht man schon, er wollte eben erst Windmagie machen. Dann hat er auch noch ein bisschen Eismagie mit drin. Also noch nicht so ganz fertig, sage ich mal. So, jetzt gucken wir uns mal an. Die Skillung sieht wie voll aus. Magiekunde, Meditation, Stangenwaffen, Wendigkeit, Waffenkunde, Feuermagie, Konstitution und Schwertkunde. Meine Frage, lieber Lukas, warum hast du Schwertkunde und Stangenwaffen genommen? Also in der Hinsicht, es ist okay, wenn man bei Magier noch Stangenwaffen mit dazu nimmt. Kann ich teilweise auch empfehlen, aber nicht, wenn man einen Hybriden macht. Also dementsprechend nicht Hybriden, sondern jemand, der 2 Fertigkeiten benutzt. Hier in dem Fall sogar 3 Fertigkeiten. Da muss man natürlich die Ausbaustufen als allererstes mal im Vordergrund haben. Und da bleibt kein Platz für Schwertkunde oder Stangenwaffe. Das ist so mein kleiner Tipp. So, was haben wir denn hier noch? Dann haben wir Lukas, der Große, ist übrigens der Charakter. So, dann haben wir bei der Skillung ansonsten hier, Feuermagier hat auf 27 Punkte. Man merkt eben, er hat ziemlich spät sich dann entschieden, sich doch noch auf Feuermagier. So, ich würde dann mal ganz kurz auch was hier umbauen. So wie ich ihn spielen würde. So. Dann haben wir hier, wo haben wir das? Da haben wir hier Aura des Geistes, ganz wichtig. Müsstest du mal noch ein bisschen höher skillen. Und dann haben wir gegebenenfalls noch... Ja, man kann jetzt hier noch Bannkreis mit reinnehmen oder Steinhaut. Also ich nehme meistens immer eine Kombo von Steinhaut und eben den Aura des Geistes. Fleisch zu Stein braucht man hier nicht. Feuerball, Flammenhaut, Fegefeuer. Ja, wie können wir das Fegefeuer noch mit dazu nehmen? So... Dann gucken wir mal uns den Charakter an. Von den Waffen her hast du, ja, Inventar, du hast hier Miguelats Auge, du hast hier Miguelats Griff. Das ist alles für Energie, Miguelats. Geschwindigkeit ist natürlich hier ordentlich hoch. Du hast sehr viel Wert auf Geschwindigkeit gelegt, sieht man hier, Lukas. Dann hast du hier, hast du sogar schon alles Grüne. Ansonsten, ja. So, hier bei den Fertigkeiten. Ich hoffe, du hast alles auf mentale Regeneration geskillt. Sieht aber so aus. Also sieht gut aus. So, gucken wir uns mal an. Hier hast du noch einen gelben Stab. Hier hast du noch Beiles Wand und kleiner Magiestab.
Aber mit 4 Slots. Da hast du dir einen guten ausgesucht. 4 Slots sind immer gut. Das gleiche hier nochmal. Machen wir uns letzter Schnitt. Schöne Waffe. Machen wir uns zunehmender Mond in Zusammenkombo. Das ist gut. Dann haben wir... Aquas schrecklicher Knochenschaden des Todes mit 4 Slots. Ist natürlich eine schöne Waffe. Würde ich dir sogar empfehlen, damit zu spielen. Hat Bannkreis und Geschwindigkeit sogar noch mit extra dazu. So, das ist ein schönes Ding. Damit kann ich jetzt arbeiten. So, guck mal in die Truhe, was du hier noch mit drin hast. Ja, viele blaue Sachen. Sag mal, hast du... Ups, hast du das ganze Set? 1, 2, 3, 4. Eins fehlt noch. Oh, du hast sogar Orbus Dracos geladen. Nicht schlecht. Also vom Charakter her sieht gut aus. Kann man nicht meckern. So, aber hast du noch das letzte Teil? Du hast die Gamebox, aber die hilft uns da nicht. Nein, leider nicht. Naja, ich sag mal so, ab der nächsten Stufe wirst du das auf jeden Fall bekommen. Da kannst du das dann auch mit benutzen, dass du ja den Feuerschweif hinter dir herziehst. So, würde ich mal sagen, testen wir ihn einfach mal, lieber Lukas. Dein wunderschönen Charakter. Ich habe mir jetzt das mal ein bisschen umgelegt, weil du möchtest ja gerne Tipps haben, was Feuermagie und sonstiges angeht. Wir gucken uns jetzt erstmal an, wie er an sich ist. Oh, es leckt ein bisschen. Ja, also man sieht schon, also es ist so, dass der Charakter eine ziemlich, gut, Eigenregeneration 1,8. Also man muss das auf 0,5 runterdrücken. Das ist ganz wichtig. Komm, wir nehmen mal hier die Quest an. Das ist dein Auftrag nach meinem Gusto. Wir nehmen einfach mal die Quest an, um mal zu testen. So, Feuer, aktuell hast du Stufe 9, das ist okay. Kannst du sogar hier noch ein bisschen höher machen, weil die Dauer ist in hier 25 Sekunden und die Regeneration ist hier auf 2,8. Kannst du ruhig höher machen. Da muss keine 2,5 Sekunden sein. So, dann nehmen wir das uns mal hier mit. Damit wir mal ein bisschen Geld spenden. So, und an sich, ja, gut, du machst 11.000 Schaden. Das ist nicht schlecht. Ja, ja, ich weiß, ein Singleplayer kann ich nicht level. So, was hast denn hier? Auch Regenerationsstufe 3. Ja, das war jetzt natürlich ein Schuss in den Ofen. Also, er ist an sich schon schön. Kann man nicht meckern. So, komm, nehmen wir dir mal ein bisschen Geld hier mit und einen Trank. Ja, also ich werde dir natürlich jetzt gleich mal nochmal helfen, wie man den am besten skillt, lieber Lukas. Und da gucken wir einfach mal, dass wir den da aus einen schönen Feuermarke machen. Du hast schon sehr gut angefangen. Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Auch deine Rüstungssets, die du schon hast mit Level 75, ist schon sehr schön. Kann man nicht meckern. Vor allem die Waffe, die finde ich geil. Die ist wirklich top. Was haben wir eigentlich noch für Waffen hier? Ja, hier kann man natürlich ordentlich dann nochmal in den Nahkampf gehen mit der Waffe. Die möchte mich mal interessieren. Da waren doch 4 Slots drauf gewesen, genau. Aber macht vom Schaden her ungefähr immer gleich. Man sind immer ungefähr so bei 5.000, 6.000 Schaden. Wenn man natürlich jetzt keinen Crit macht. Ist hier noch irgendwo ein Gegner? Ich möchte bitte nochmal testen. Hallo, hier unten war doch noch ein Wolf. Genau. Ja, ist nicht schlecht. So, lieber Lukas, dann machen wir dir jetzt meine Quest fertig. So, ich habe natürlich schon was vorbereitet, lieber Lukas. So, jetzt gucken wir mal. Im Übrigen, was ein bisschen schade ist, Lukas, wenn du einen YouTube-Kanal hast, kannst du mir den gerne nochmal zuschicken, weil ich habe das hier auch im Zusammenhang natürlich für euch gemacht, damit ihr auch, wenn ihr wollt, ja, weil da auch immer wieder, tu mal meinen YouTube-Kanal und gib mir ein Abo. Hier in dem Zusammenhang könnt ihr ruhig euren YouTube-Kanal noch mit angeben und ich werde den auch mit einfügen, unten in der Kommentarleiste. Deswegen, lieber Lukas, falls du noch einen YouTube-Kanal hast, dann bitte hier noch mit einfügen. Musst du nicht, aber ich kann es mit unten ins Video noch in die Videobeschreibung reinmachen. Also wenn du das Video siehst, kannst du bitte mir noch nachträglich das zukommen lassen. So, gut.
Das ist dein Charakter, Lukas. Ich bin sehr begeistert. Hast du wirklich gut angefangen. Natürlich, dass der Umstieg dann, Umstieg dann von, ich sag mal, Luft und Eis dann auf Feuer du dich entschieden hast, ist natürlich ärgerlich, gern. Das ist natürlich zu spät gewesen. Du hast natürlich dich geärgert, weil du wahrscheinlich dann schon ein hohes Level hattest und wolltest dann doch Feuermagie machen. Und auf einmal ging es nicht mehr, weil dann, du kannst ja, zumindest mal kannst schon. Lieber Lukas, bitte aufpassen. So, wir gehen mal hier raus. So, dann gehen wir nochmal in den Multiplayer und siehe da, wir haben ja noch einmal Lukas der Große. Natürlich ein anderes Schild an, das ist aber jetzt uninteressant. Ich habe dir an deiner Skillsart mal noch nichts verändert. Also von Feuerball und sonstiges habe ich mal noch nichts verändert. Lieber Lukas, das musst du bitte da mal noch machen. Aber ich habe etwas anderes verändert. Du siehst schon, die Regeneration ist hier auf 1,3 runtergesunken. Und, Lukas, guck hier, ich habe dir das mal ordentlich hingelegt. Ich habe mal die ganzen Punkte, mal die ganzen Rüstungssets ausgezogen und habe mir einfach mal die Punkte verteilt. So, da ist zum Beispiel Magiekunde, habe ich genau die 75 Punkte, die man auch braucht, draufgesetzt und bei Feuermagie auch. Dann habe ich zusätzlich die Meditation noch mitgenommen, um einfach auch noch Feuermagie, Magiekunde und alles noch ein bisschen zu stärken. Wendigkeit, ganz wichtig, haben wir hier, ist Verteidigungsbonus und Angriff im Kampf, bla bla bla. Konstitution, erhöhte Lebensenergie. Erdmagie, verkürzt die Zeit bei allen Erzaubersprüchen, die Zauber, bla bla, ihr wisst schon. Rüstungskunde stärkt die Wirksamkeit des Rüstungsschutzes und reduziert zugleich auch die Behinderung der Rüstung. Muss man nicht, kann man, muss man aber nicht. Du kannst dir natürlich dann auch irgendwann was anderes, dann schick mir einfach nochmal eine E-Mail, dass du vielleicht hier irgendwas anderes möchtest und Parade sollte klar sein. So, wir haben an sich hier eine schöne Rüstung. Stufe 60, Stufe 70, aber hier hast du natürlich schon Bannkreis mit drinnen. Du hast aber schon auf 5. Also ich muss ehrlich sagen, an den Rüstungssets möchte ich eigentlich nichts verändern. So. Okay, und zwar haben wir jetzt hier den Charakter. Ich werde das jetzt alles mal noch ein bisschen umskillen. Und zwar werden wir erstmal das hier rausnehmen. So, und zwar alles raus. So, dann machen wir dir jetzt erstmal einmal Aura des Geistes und einmal Schildwall könntest du nehmen oder ich würde dir empfehlen, mach einfach erhöht die physische Resistenz und Rüstungsschutz Steinhaut. So, hast du zwei Sachen drinnen. Das haust du dir jetzt hier hin und das gleiche machen wir jetzt auch nochmal hier. Ups, das war nicht so geplant. So, weg damit. So, hier machst du einmal das und einmal das. So, das hauen wir dir jetzt hier hin. Moment, ich muss das mal noch ein bisschen umsetzen. So und so. Warum kann ich die jetzt nicht verwenden? Ach, weil ich sie erstmal laden. Das ist okay. So, ladet mal hoch. So, jetzt machen wir noch mal ein bisschen was anderes. Wir hauen dir das mal hin und das hier hin. So, das sollte schon mal hinhauen. Hier hinten kannst du dir natürlich auch noch was hinmachen. Ich würde dir da empfehlen, mach da einfach mal noch spirituelle Heilkraft hin, dass du dich ab und zu mal noch heilen kannst. Gibt dir ja auch immerhin 4000 Punkte wieder. Du hast insgesamt 5794. Kannst du also daher gut nutzen. So, lieber Lukas, also den Charakter würde ich dir jetzt so empfehlen. Hast du erstmal eine gute Skillung, eine sehr gute Skillung. Wir können jetzt natürlich entscheiden, was wir für eine, da haben wir 1,5. Hier haben wir 1,3, hier kommen wir auf 1,3 und hier kommen wir auf 1,5. Also ich würde jetzt erstmal die beiden hier empfehlen. Ich spiele erstmal mit deiner schönen Waffe hier. So, jetzt gucken wir uns mal an, ob der natürlich auch besser ist. Und zeigt dir auch mal gleich so die Spielweise. Hier bitte drauf achten, nicht mehr skillen. Einfach erstmal, dass das auf 0,5 runter geht. Und man sieht schon, wir machen 5,7 Schaden. Ist natürlich jetzt nicht so hoch. Es liegt jetzt daran, dass der Schaden jetzt nicht so extrem höher ist, weil du musst deine Rüstungssets mal noch anpassen. Ich würde dir da wirklich empfehlen. Da knarrt wieder mein Stuhl. Mal ganz schnell hier hinterlaufen. So, Marmons, punktvoller Harnisch.
ist mehr für Erdmagien. So, das ist... Könntest du nehmen, Dagowitz? Da haben wir hier immer die mentale Regeneration. Das ist dann mehr für alles. So, was hast du noch für Rüstungsset? Ich kann dir leider gerade gar nicht zeigen, weil du nicht die richtigen hast. Hier haben wir es. Du musst nehmen Beilütz Flamme. Also dieses Set, hast du es jetzt gerade mal hier mit drinne? Beilots glühende Raserei musst du nehmen. Da hast du jetzt momentan Beilots Wucht und Beilots Funkeln. Und da musst du noch Flamme, Wand und Pentagramm nehmen. Diese vier Sachen, um, ich sag mal, einen ordentlichen Schutz auf, du weißt schon, bekommen. Auf Feuermagier. Das raus, weg, brauchst du nicht. Du, Mikelats Augen ist wirklich nur für Wind. Das haben wir hier für Energie, Mikelats Griff, also Wind und Energie, also bitte raus. Paternus ist für Stärke, Geschwindigkeit, Konstitution, das ist mehr für Kampf. Also Paternus auch bitte nicht. Wirklich versuch, dass du hier auf das Beilitz, wenn ich es falsch ausspreche, es tut mir leid, dass du darauf gehst und dann sollte das auch funktionieren, dass du hier ganz schnell die Regzeit im Griff bekommst und ordentlich Schaden machst. Denk dran, Feuersachen reinzuhauen. Also Schaden gegen Feuer. Dass du hier deinen Bonus auf Feuer nochmal richtig skillst. Also du hast zum Beispiel hier auch ein schönes Teil mit drinne gehabt. Wo haben wir es nochmal gehabt? Ich möchte aber bei der Waffe jetzt erstmal noch nichts verändern. So, hier. Gegen Drachen Waffenschaden kannst du immer mit reinnehmen. Weil Waffen, also Drachen abfarmen, ist immer eine schöne Sache. So, dann hattest du hier auch noch einen Haufen andere. Guck mal, hier hast du zum Beispiel Feuer 6,9. Hier hast du Feuer 15 bis 26. Also sowas solltest du bevorzugen. Pro Schlag ein eigenes Leben verlieren. Und ja, den kannst du in die Tonne kloppen. So, hier haben wir das gleiche wieder. Du hattest aber auch schöne hier drüben gehabt. Also, hier, guck mal, hier hast du Feuerzauber, 16%. Den, ja, kannst du gegebenenfalls in irgendeine Rüstung noch mit einschmieden, solltest du aber nicht in deiner Haupthand haben. Ansonsten, ja, was haben wir hier noch für Ringe? Ja, komm, wir sortieren uns das mal. Wenn ich wüsste, wo hier, ach, die Bekannten, glaube ich, war Sacred 2 gar nicht, Sacred 1 gar nicht sortieren. Heißender Ring des Verdienten, naja. Musste mal schauen, also wirklich mehr auf Feuerschaden gehen. Und dann sollte das bald ordentlich abgehen, den Charakter. So, wir gucken uns den mal an, dass ich dir mal nochmal zeige, was ich so ungefähr meine. Wir haben jetzt zum Beispiel Fertigkeit 3. Da kannst du jetzt hier... So. Das ist so eine schöne Sache. Nein, ich hab's falsch geskillt. Es sollte der hier rein. Und dann die Feuer. Mach ich dir gleich noch anders. Du siehst, macht keinen Schaden. Das musst du unbedingt skillen. Also die Feuerspirale. Du kannst da ruhig auf die 25 Sekunden gehen. Also besser wäre noch unter 25 Sekunden. Aber das ist nicht schlimm. Aber siehst du, du machst jetzt zum Beispiel schon über 6000 Schaden. Und deine Geschwindigkeit hat ohne Strom gelitten. Gut, du musst mal schauen, dass du da wirklich eben die Rüstungsmal auf Beiles umstellst. Aber ansonsten sollte es hier keine Probleme geben. Komm, so, skimmen wir mal rum. So. So. Keule der Ignorie. Lass ich dir mal drinnen. Lass ich dir mal nicht drinnen. So, du musst hier wirklich darauf kommen, dass du hier die wirklich mit einem One-Hit killst. Und dann muss die Feuerspirale. Also sollte als Feuermagier, oder du kannst von hier aus auch den, mit, den Fegefeuer nehmen, kannst du ruhig hochskillen. So, das ist eigentlich nur dein Buff. So, weil du kannst von hier aus auch du kannst Aura des Geistes auch als Einzelbuff nehmen. Dass du wirklich Aura des Geistes immer anhast und hier nicht irgendwie mit Feuerhaut oder Steinhaut oder sonst was arbeitest. Das kannst du, wenn du dann wirklich, ich sag mal, ab Blut bist, dann gerne dir nochmal zusammen, ach komm mal, den nehme ich dir mal mit, nochmal zusammen machen. Also wir gehen jetzt nochmal ganz kurz auf die Insel zurück. Och, sehr schön. So, wir müssen mal wieder zurück. Ja, komm, hier, deine Quest mal annehmen. Was kriegt man dafür?
Metroidenhagel, ja, nehme ich dir mal mit. Du hattest ja auch gar keine Fertigkeiten mehr in den Inventar gehabt. Doch, aber hier hast du noch Metroidenhagel, das skill ich dir gleich mal, das ist okay. So, wir hatten ja hier, glaube ich, keinen nehmen. Wie ist denn eigentlich deine Steps so? Gucken wir uns auch mal an natürlich, dass wir auch mal deinen Charakter nochmal anschauen. So, du hast hier ein paar Bücher gelesen. Viele Bücher sogar, also es sind jetzt nicht wenige. So, dann hast du hier eine kontinuierliche Steigerung. Das ist okay, sieht sehr merkwürdig aus, aber ist okay. Wiederbelebung 33, lieber Lukas. Soll ich dir das rausmachen, Lukas? Schreib mir das nochmal per E-Mail, ob ich dir das rausmachen soll. Du hast 69 Stunden damit verbracht. Also du hast wirklich dir Zeit genommen und 0,28 Karte aufgedeckt. Das liegt, glaube ich, gerade daran, weil ich der Neue hier drin bin. Ja, das liegt daran, weil ich hier noch nichts aufgedeckt habe für dich. Logbuch. Du hast insgesamt Gegner besiegt 17.337. Das ist eine ordentliche Zahl für 75. Könnte mehr sein. Ansonsten gibt es nichts wie auszusetzen. Ich habe dir jetzt mal ein bisschen umgeskillt. Ich hoffe, dass du nimmst mir das nicht böse, aber dass du auch wirklich noch ein bisschen Spaß an den Charakter hast und nicht dir einen neuen erstellen musst. So, wir gehen jetzt mal auf die Startinsel zurück und ich mache dir das mal jetzt noch fertig hier. So, also ich würde dir wirklich empfehlen, Aura des Geistes, Steinhaut, bäh, mach's weg. Mach's einfach raus. So, Meteoriten, das machen wir dir jetzt nochmal neu. Da machen wir mich nicht das Fehl, da machen wir mich das hier rein. Da habe ich mich aus Versehen vertan. So, mach das raus hier. Mach's raus. Wo haben wir's? Wo haben wir's? Nein. Ich komme gerade nicht auf die Fertigkeiten. So, jetzt mit F. So, mach dir ruhig Aura des Geistes hier hin. So, dann hast du hier Metroidenhagel und das ist natürlich jetzt von der Regenerationszeit ziemlich hoch. Solltest du wirklich nur in äußersten Notfällen bei Bossen benutzen, ne? Dass du das einfach mal reinhaust oder bei großen Gegnergruppen, weil die Regenerationszeit ist ja schon ziemlich hoch. Ich mach die jetzt mal weg und dann zeige ich es dir. So, da hast du jetzt natürlich hier ein paar, aber das ist eben wirklich, du hast hier eine Kombo, wo eben gleich mal ein bisschen mehr einschlägt. Kannst du so machen, musst aber nicht. So, hier ist die Regenerationszeit. Dauern 96 Sekunden, Regeneration 4,8. Also kannst du ruhig, weil wenn du es anmachst, ist es innerhalb von ein paar Sekunden wieder oben. Kannst du ruhig höher skillen. Skill das ruhig höher. So, dass du ungefähr bei der Dauer von 96 Sekunden kommst und die Regenerationszeit ungefähr bei 95 Sekunden. Kannst du also ruhig ein bisschen höher machen. Das gleiche gilt auch für hier und für hier sowieso. Dauer kann ruhig 24 Sekunden gehen. Du kannst natürlich auch auf 10 Sekunden runter machen. Aber also Regeneration auf 10 Sekunden hoch machen. Aber dass du hier mal ein bisschen mehr Schaden reinbekommst. Ansonsten, ja, bin zufrieden mit deinem Charakter. Hab jetzt natürlich dir mal ein bisschen den umgeskillt. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Weil, guck mal, deine Regenerationszeit ist hier echt ein wenig zu gering. Du musst durchweg immer wieder welche schießen können. Obwohl die jetzt bei 1,1 ist. Hä? Na nü? Ach so, weil wir einen Trankindus haben. Ja, wir haben ja einen Trankindus. Zumindest hier die Aura des Geistes haben wir drin. Und dadurch ist es ja so automatisch, dass du hier eine höhere Schnelligkeit hast. So, ansonsten, ja, vom Charakter her alles gut. Was hast du denn für ein Pferd? Ja, also ein sehr lahmes Pferd im Gegensatz zu das, was du reizt, aber ein schönes Pferd hast du. Ein schönes Pferd. So, lieber Lukas, also ich habe mich sehr gefreut, dass du mir auch einer mit der ersten den Charakter zugeschickt hast. Ist natürlich so, dass du einen schönen Charakter schon vorgelegt hast, der natürlich noch ein bisschen Ausbaustufen hat. Also du kannst den natürlich jetzt noch skillen und machen, wie du möchtest. Ich habe dir jetzt mal so ein bisschen die Anleitung gegeben, was du achten sollst, dass du bitte Erdmagie nicht so viel machst, einfach nur, dass hier die Regenerationszeit von deinen Kometen so ein bisschen im Griff ist. Parade kannst du ruhig ein bisschen mehr skillen, Konstitution auch. Ansonsten beachte einfach auch, du kriegst auch ganz viel dann, ich sag mal, mit deinen Rüstungsteilen dann auch rein.
Also wenn du eher wirklich hier weniger hinskillen willst, dann mach das ruhig. Aber ich sollte mal sagen, diese beiden sollen Pflicht sein. Einfach auch um die Regenerationszeit in den Griff bekommen. Und hier die Konstitution ist auch sehr viel wert. Also von daher, da kannst du auch nochmal richtig viele Punkte reinskillen. Ich habe jetzt hier gerade 2 Punkte noch zu verteilen. Die mache ich einfach mal für dich. Ansonsten ist es vom Charakter her sehr gut. Sollte jetzt auf jeden Fall mehr Spaß machen. Wenn du jetzt natürlich jetzt mal öfters mal ein bisschen levelst und hier die paar Sachen noch ein bisschen höher machst, wird der sowas von gut abgehen. Tu deine Rüstungssets auch nochmal alle durchkontrollieren, dass du am besten mehr Balias nimmst. Ich glaube, du hast jetzt nicht so viel davon. Ich glaube, 3 Sets hattest du gehabt. Aber dass du da mal gezielt mehr auf die drauf gehst, also die zu suchen. Ansonsten, ja. Ich bin zufrieden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Lukas, dass du mir den Charakter zugeschickt hast. Und wie gesagt, wenn du noch einen YouTube-Kanal hast, schick mir den zu, dann werde ich den noch mit unten einfügen. Des Weiteren, weil du einer auch mit von den ersten warst, die mir den Charakter zugeschickt hast, jetzt kommt eine Überraschung. Du bekommst ein... Weil du hast mir auch geschrieben, dass du bei Steam bist und ob ich dich adden kann. Du bekommst von mir einen Steam-Gutschein in Höhe von 20 Euro. Ja! Ihr habt richtig gehört, der liebe Lukas kriegt von mir einen Steam-Gutschein in Höhe von 20 Euro. Den Code werde ich dir auch dann wieder per E-Mail zukommen lassen, zusammen gleich auch mit dem Charakter, dass du den gleich wieder hast, den neuen Charakter. Und da kannst du bei Steam dir nochmal was Schönes kaufen. Gibt jetzt auch wieder schöne neue Spiele. Muss ich selber mal reingucken. Es gibt wirklich wieder einige neue Spiele, die in der Early Access sind oder so. Deswegen, da kannst du mal rumschauen, dass du ein schönes Spiel findest. Wenn es natürlich nicht reicht, das Geld musst du noch ein bisschen draufpacken, das ist klar. Aber ich denke mal dafür, dass du mir einfach einen Charakter zugeschickt hast und jetzt 20 Euro bekommst, ist das schon nicht schön. Nicht schlecht. So, da bedanke ich mich fürs Zusehen. Lieber Lukas, ich bedanke mich auch bei dir nochmal für diesen schönen Charakter. Und falls es euch gefallen hat, ihr habt immer noch die Möglichkeit, mir auch Charakter zuzuschicken. Ne? Und die ich dann für euch vorstelle, am besten dann noch eine kleine Beschreibung rein, so wie es der Lukas schon gemacht hat, wo drin steht, was der Charakter so alles kann, wie ihr da euch das so gedacht habt. Und wenn natürlich Verbesserungsvorschläge gewünscht sind, kann ich das natürlich gerne anbringen. Da würde ich dann jedem dann auch nochmal einen Charakter zuschicken, den ich so mir ungefähr vorstelle oder wie ich es machen würde. Muss aber nicht sein. Also wenn natürlich jetzt ein Charakter mir auf den Tisch gelegt wird, zumindest als E-Mail geschickt wird, der top ist, dann werde ich das auch so sagen und werde sagen, ey, sorry, aber da kann ich nichts machen, ist gut. Weil auch bei Lukas war es so, wie er es sich gedacht hat, war gut, aber er möchte eben gerne in Feuermagier werden. Und von daher, ich denke mal, mit der Skillung wird er jetzt gut vorankommen. So, wie gesagt, schickt mir euer Charakter zu. Ich stelle sie dann vor, auch mit YouTube-Kanal, könnte ich dann unten in die Videobeschreibung schicken, mit reinstellen. Und da war es das schon fürs erste Mal Charaktervorstellung. So, da bedanke ich mich nochmal und wir sehen uns bei der nächsten Vorstellung wieder. Bis dahin, tschüssi!